So, und der zweite Versuch auf YouTube. Herzlich willkommen auf YouTube. Ich streame heute für euch The Walking Dead, The Final Season, Episode 2. Die ist heute frisch rausgekommen und die wollen wir natürlich frisch, fromm, fröhlich, frei durchzocken. Gleich zu Anfang aber nochmal ein kleiner Monolog. Dennis hat sich zu The Walking Dead und Telltale Games hat sich ein bisschen was getan. Vielleicht hat der eine oder andere von euch da schon was gelesen. Denn das Problem ist, Telltale Games wird seine Arbeit einstellen. Das Studio wird geschlossen. Telltale Games gibt auf sozusagen. Die hatten kurz geschrieben, ja, dass sie halt ein sehr schwieriges Jahr hatten und die Spielverkäufe sind halt nicht da und entsprechend deswegen können sie eben halt auch nicht die Arbeit aufrechterhalten und werden normalerweise nach The Walking Dead den Betrieb einstellen. Nun liest man verschiedene Sachen. Ich kann euch gleich mal eine Kleinigkeit vorlesen. Das mache ich gleich. Oder kann ich euch noch mal aus dem Englischen gleich übersetzen. Man hört verschiedene Sachen. Man hat zum einen gehört, Telltale Games macht nach, das hat Telltale Games selber gesagt, die machen nach The Walking Dead, machen sie Schluss. Also nach der vierten Episode, die ja im Dezember kommt, machen sie Schluss. Das war das eine. Die nächste Nachricht, die kam von, das ist auch gleich relativ aktuell, von gestern, meine ich. Da hieß es, dass die Synchronsprecherin von Clementine aus dem Englischen heraus, also die englische Originalsprecherin von Clementine, die hat den letzten Stand, dass hier die heutige Episode, also die zweite Episode The Walking Dead, die letzte Episode sein wird und dass halt Teil 3 oder Episode Teil 3 und Episode 4 nicht mehr kommen werden. Das war von gestern eine Nachricht. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem dritten und das lese ich jetzt mal vor, weil das nämlich auch von der offiziellen Twitter-Seite ist von Telltale Games. Ich hoffe, dass ich das mal spontan wiederfinde. Da haben wir es. Ich lese es erstmal einmal auf Englisch vor und übersetze dann gleich. Hi everyone, we have a Walking Dead update for you. Das ist das heute, ne? Also ja, einmal das Update von heute und natürlich ein Update, was es da Neues gibt. Multiple potential partners have stepped forward to express interest in helping to see The Walking Dead, the final season through to completion. Das bedeutet halt so viel, dass es eben halt diverse potenzielle Partner gibt, die halt ein Interesse gezeigt haben, die letzte Staffel von The Walking Dead zu vollenden. While we can't make any promises today, we are actively working towards a solution that will allow episodes 3 and 4 to be completed and released in some form. Ja, das heißt, grob übersetzt heißt das, sie können eben halt keine genauen Aussagen machen, aber dass sie halt, oder keine definitiven Aussagen machen, dass sie schon versuchen halt, die Episoden 3 und 4 auf irgendeine Art und Weise zu veröffentlichen, aber da können sie eben halt nicht zu sagen, ob das was wird oder ob es halt nichts wird, da können sie nichts zu sagen. In the meantime, also gerade wohl, währenddessen wird halt die zweite Episode morgen, also die Nachricht kommt von gestern, dementsprechend auf allen Plattformen wie geplant veröffentlicht und sie hoffen halt, dass sie in nächster Zeit noch Antworten für uns haben. Ja, das ist also von gestern auch, wie gesagt. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Telltale Games wird definitiv den Betrieb einstellen. Wir müssen abwarten. Wir müssen eigentlich leider erstmal davon ausgehen, dass The Walking Dead, die zweite Episode, dass das die letzte Folge sein wird, die wir aus diesem Universum sehen, generell von Telltale sehen. Wir versuchen aber Teil 3 und 4 auf irgendeine Art und Weise fertigzustellen. Vielleicht haben wir also Glück, dass das vielleicht mit Hilfe von außen vielleicht doch noch fertig wird, dass wir doch noch ein angemessenes Ende für Clementine haben. Wir werden es abwarten müssen. Ja, das ist das Einzige, was ich zu dem Thema leider sagen kann. Hoffen wir es mal, weil gerade The Walking Dead ist halt eine Serie, die mir persönlich wirklich sehr am Herzen liegt. Und ich würde es sehr, sehr schade finden, wenn wir einfach jetzt nur noch Episode 2 spielen und das ist ein offenes Ende und wir wissen nicht, wie das eigentliche Ende ausgesehen hätte. Das wäre sehr, sehr traurig, wie ich finde. Also zumindest für mich ist es der Fall. Und ich will echt hoffen, dass wir da noch ein vernünftiges Ende zu sehen kriegen. Nichtsdestotrotz, lass uns heute die zweite Folge genießen. Dass das ein gutes Ende und in Anführungszeichen eine gute Folge wird, da gehe ich aber fest von aus. Und wir
legen dann mal los. Also lass uns nochmal diese Folge hier genießen. Es kann sein, dass es vielleicht die letzte ist von The Walking Dead, die letzte Folge mit Clementine. So, Episoden. Die erste haben wir ja schon gespielt. Das war diese hier. Das war diese, wo wir dann, ja, da sind wir mit Clementine und im Kurzen sind wir losgelaufen, sind dann ja in dieser Schule gelandet und da kam es dann nachher zum Ende der Folge dann ja auch schon zu mir klar, als dieser, ich weiß, komm auf seinen Namen gar nicht mehr, dann hier das andere Mädel da getötet hatte und naja, jetzt sind wir da so ein bisschen, müssen wir gucken. Ne? Ich bin mal gespannt und wir werden jetzt sicherlich gleich nochmal eine Zusammenfassung sehen. Ich starte jetzt einfach mal. Und Zuvor bei The Walking Dead. AJ und ich haben lange ups, Entschuldigung, Entschuldigung. gesucht, sehr lange, nach einem neuen Zuhause. Gerade als wir ein riesiges Essenslager gefunden hatten, stellte es sich als Falle heraus. Das wäre fast unser Ende gewesen. Dann wachte ich auf und fand heraus, dass Marlin mich gerettet hatte. Der Anführer der Gemeinschaft, der in der alten Schule lebt. Ich sah die Chance auf ein Zuhause, ein echtes Zuhause. Wir mussten zurück zum Bahnhof, um zu sehen, ob unser Essen die Explosion überstanden hatte. Doch jemand anderes hatte dieselbe Idee. Während AJ ihn abgelenkt hat, habe ich ihn in eine Beißergruppe gestoßen. Ich fand Marlin und Brody im Keller. Sie stritten sich über den Mann, den wir gesehen hatten. Und ich fand heraus, warum Brody solche Angst hatte. Der Mann gehörte zu Plünderern, denen sie schon vor Jahren begegnet waren. Marlin verkaufte Tennessees ältere Schwestern an die Plünderer, um die eigene Haut zu retten. Er griff Brody an und sperrte mich mit ihr im Keller ein. Als sie sich umdrehte, musste ich sie aufhalten. Ja, Marlin stahl stimmt. AJs Waffe und wollte alle überzeugen, dass ich Brody getötet hatte. Louis unterstützte mich. Da alle gegen ihn waren, war Marlins Kampfeswille gebrochen. Ich sagte ihm, er könnte bleiben, aber nicht der Anführer sein. Aber dann, Marlin war tot, drückte AJ ab. Er erinnerte sich daran, was ich ihm beigebracht hatte. Ziel immer auf den Kopf. Gut gedrillt, würde ich sagen. Ja, eine sehr geile Zusammenfassung finde ich jetzt schon. Also ich vermisse die Serie jetzt schon. Das tut mir echt weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt wenige Serien, wo ich sagen würde, jo, die würde ich vermissen, aber die vermisse ich wirklich. Jetzt schon. Das leckt gerade ein bisschen. Tut mir leid. So, da bin ich wieder. Ein Glück. Ja, ich muss mir mal die Hotkeys nochmal neu setzen. Ja, also die Zusammenfassung war schon sehr cool. Also, weiß nicht. Es kann vielleicht sein, deswegen rede ich extra ein bisschen langsamer. Komischerweise, nämlich während der Ladezeiten von The Walking Dead wird die Codierung hier total überlastet. Und erst wenn alles wieder geladen ist, dann normalisiert sich das Ganze. Also ich weiß nicht, was da alles im Hintergrund geladen wird, dass das hier das Spiel hier so durchdreht. Ja. Wie dem auch sei. Hauptsache, das geht mal heute irgendwie hier weiter. Okay, jetzt geht's doch weiter. Okay. Alles klar. Ach, ich bin gespannt. Zweite Episode Walking Dead Final Season mit Clementine und AJ und allen anderen. Übrigens, ihr könnt mir mal kurz Feedback geben, ob alles gut ist vom Ton her, vom Sound, vom Mode, das ist das gleiche, vom Ton, Sound und von der Grafik her. Könnt ihr mir mal kurz mal reinschreiben, wenn es geht. Wäre schön. Clementine, hallo. Schön, dich wiederzusehen. Ja, und AJ ist nicht da. Herzlichen Glückwunsch. Na doch, da ist er doch. Was gibt's denn Leckeres? Schön. Ich hab dir Kaffee gemacht. Es war in der Küche. Ten sagte, ich kann mir was nehmen. Ich habe nichts gestohlen. Das ist aber nett. Ein Frühstück dazu wäre auch noch schön gewesen, aber na, hey. Bin überrascht, dass du noch weißt, wie das geht. Wir hatten schon lange keinen Kaffee mehr.
Du gießt heißes Wasser rein. Da hast du recht. Danke. Du gießt letzte heißes Wasser rein. Mit Marlon. Ich habe Louis gehört, wie er mich genannt hat. Mörder. Mörder. Bin ich ein Mörder? Das reicht doch. Natürlich! Nein! Du meine Güte! Mist! Wir haben Medizin! Im Krankenzimmer! Er ist tot! Er hat seinen Kopf weggeblasen! Du hast ihn erschossen! Er ist tot! Das ist korrekt. Du bist ein Mörder! Du hast Marlon versprochen, ihm zu helfen! Es in Ordnung zu bringen! Was zur Hölle hast du dem Kind beigebracht? Zu töten? Offensichtlich. Naja, was willst du machen in der Situation? Louis hat mich ein Mörder genannt. Das Richtige gemacht. Aber wir müssen doch die Bösen umbringen. Die Monster. Natürlich. War das falsch? Nein, du hast alles richtig gemacht. Du hast ich alles richtig Marlon gemacht. Ich dachte, Marlon sei böse. Marlon hat es verdient. Hast du es getan? Was war falsch? Er hat immer mehr Lügen erzählt. Kannst du aus der Reihe. Louis hatte Angst und war sehr verletzt. Ich habe ihm nicht wehgetan. Nein. Ich meinte, er war traurig. Wenn ich ein Mörder bin, sollte ich das wissen. Richtig? Du bist kein Mörder. Ich will versuchen, keiner zu sein, oder? Louis lag falsch. Du warst im Recht. Das sehe ich aber im auch so. Im Recht? Das Recht. Heißt, du hattest einen guten Grund. Genau, Selbstverteidigung. Ich war im Recht. Hätte er nämlich die Möglichkeit... Was sollen wir machen? Entschuldigung. Mein Verhältnis hat sich zu ihm verändert. Was jetzt? Alter, lass den Jungen in Ruhe. Bleibt mit euch! Alle! Sehr gut. Es war okay. Ich hatte Marlon beruhigt, aber er hat meinen Freund ermordet, verdammt! Nimm AJ, geh rein! Los, gehen wir. Ach, wir lassen sie in den Schlafsaal zurück? Und was passiert nächstes Mal, wenn wir was tun, was dem Vogel nicht gefällt? Dürfen wir auch eine Kugel erwarten? So ist das nicht passiert. Es ist genau so passiert. Es war vorbei, bis der kleine schießwürdige Kerl sich anders entschied. Marlon hat damit angefangen. Er hat Brody getötet und mich fast auch. AJ hat getan, was nötig war. Was nötig war? Er hätte Marlon nicht in den Kopf schießen müssen. Es war vorbei. Schon kapiert, Louis. Lass gut sein, okay? Lass gut sein? Im Ernst? Gehen wir. Clem. Clem, die sollen mich nicht Monster nennen. Die hatten Angst vor mir. Dabei war doch Marlon der Böse. Ich bin nicht furchterregend. Ich bin kein Monster. Ich habe das Monster gestoppt. Ich weiß das. Wir müssen es nur noch den anderen beweisen. Ich sag ihnen, dass sie falsch liegen. Sie verstehen es, wenn man es erklärt. So wie du mir alles erklärst. AJ, setz dich zu mir. Wir müssen uns für nichts entschuldigen. Genau. Du hast mich und sie vor dem Monster gerettet. Das verstehen sie, ganz bestimmt. Genau. So sieht es mir aus. Verdammt, jetzt helft mir endlich mal! Was denn? Er hat dich aus dem Wrack befreit und du ermordest ihn? Verschwinde mit! Hau ab! Oder was? Ich würde aufpassen, ich würde jetzt aufpassen. Lässt du zu, dass er mich auch tötet? Wer ist der Nächste? Oder er wird schießen. Ja. Willy? Sind heute nicht schon genug Leute gestorben? Brody, Marlon, das gegenseitige Töten muss aufhören. Wie kannst du das zu mir sagen, nachdem er das getan hat? Ach, komm, Leute. Leckt mich doch beide. Weißt du, wenn der Marlon die Chance gehabt hätte, dann hätte er sie alle umgebracht. Naja, vielleicht nicht alle umgebracht, aber dann hätte er sie... Hey, ne? Hast ja gesehen. Was ist denn? Du hast viele Leute getötet. Hast du deinen Freund Lee umgebracht, weil er ein Monster war? Wie kommst du darauf? War es Mord, als du ihn erschossen hast? Nein. Niemals. Ich habe ihn umgebracht, weil ich ihn liebte. Ich wollte nicht, dass er leidet. Wie? Er ist doch tot. Er hätte sich verwandelt. Das wollte ich nicht. Das hat er nicht verdient. Er wollte es ja auch gar nicht. Er hat ja gesagt, ich soll schießen damals. Das wissen wir ja. Das haben wir ja gesehen. Ich liebe dich, Clem. Oh, ist das süß. Ich liebe dich auch.
Ach ja. Aber ganz im Ernst, der andere Knecht, der hätte sie doch alle umgebracht. Der hat es doch auch versucht. Hey. Violet sagt, ich soll euch abholen. Zur Beerdigung. Wirklich? Davon hatten wir mal mehr. Irgendwann hörten wir aber auf. Es fühlt sich jedoch richtig an. Ich hab was für dich. Für mich? Ich dachte, du würdest dich nicht trauen, weil alle sauer sind. Du warst letzte Nacht sehr mutig. Wie ein Feuerwehrmann. Ich auch so. Also vielleicht nicht wie ein Feuerwehrmann, aber... Zeichnungen für Marlin und Brody. Das sind Dinge, die sie haben wollten. Ich leg sie auf ihr Grab. Die brauchen sie nicht. Sie sind doch tot. Sie bekommen die Sachen nicht. Deswegen macht man das ja nicht. Eine süße Idee, Ten. Die werden auf den Gräbern schön aussehen. Danke. Viel Spaß mit dem Feuerwehrmann, okay? Können wir später mit ihnen spielen? Klar. Nach der Beerdigung. Sie wurden schon begraben. Vi fängt bald an. Bis später. Tja, übrigens an dieser Stelle, hallo Deko, schön, dass du da bist. Das wird kein Spaß. Sie werden viel über Marlin und Brody reden, Wahres und Unwahres erzählen. Bringen wir es hinter uns, ohne jemanden zu verärgern, okay? Gut, ich versuche es. Der Frank ist auch schon da, schönen guten Tag. So, jetzt kann ich ein bisschen quatschen, weil jetzt haben wir so ein bisschen, ne, wisst ihr ja selber. So, ja, der Frank. Grabst dir die 25 Punkte. Trink Kaffee, wir trinken auch Kaffee. Mal ein Schlückchen nehmen. AJ hat den. Ja, schlürft doch noch lauter. Das kann man auch leise machen. Hast du keine Erziehung? Platziere den Feuerwehrmann. Guck mal, den hier so hinpacken. AJ, wo ist das Spielzeug, das Ten dir gegeben hat? Stellen wir es zu unseren anderen Sachen. Ich mag unsere Sachen. So, zu den anderen Sachen. Jo. Nein, also ich wollte nur kurz, ich wollte nicht dazwischen quatschen, ne? Jetzt muss ich ein bisschen Dialog durchlaufen lassen. Ja, wir spielen heute, wie ich schon gerade gesagt habe, auch wenn das jetzt bei YouTube gleich zu sehen ist, erstmal gleich The Walking Dead natürlich, die zweite Episode, die ist gerade frisch rausgekommen. Und danach Graveyard Keeper. Und ich werde vielleicht am Ende nochmals nach Walking Dead nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil, wie gesagt, Telltale Games wird aufgelöst und vielleicht spielen wir heute die letzte Episode The Walking Dead. Also ich muss das heute ein bisschen zelebrieren und ich will hoffen, dass es Teil 3 und Teil 4 tatsächlich doch noch geben wird. Ich hoffe da wirklich drauf, weil ich möchte auch ein vernünftiges Ende von Clementine sehen und jetzt nicht einfach ein dahingeklatschtes, je nachdem, wie dann Folge 2 endet. Das wäre echt schade. Aber später dazu mehr. Wir quatschen mal in der Pause drüber. Einmal noch mal kurz gefragt. Übrigens, mir geht's gut. Danke, Deko. Ich hoffe, dir doch auch. Na, aber ja. Und... ob mit dem Ton alles gut ist, ob mit der Grafik hier alles gut ist, dann... Müssen wir los? Bald. Wenn alles gut ist, dann können wir ganz normal weiterspielen. So, was können wir hier uns noch angucken? Wollen wir noch hier irgendwas tun? Was ist das hier? Achso, das war nur für einen Kaffee. Ach, hier oben können wir uns noch was angucken. Sehen gut aus zusammen. Findest du seine besser? Nein, ich mag beide. Na, ein Qualitätsunterschied ist da schon zu sehen. Aber AJs Zeichnung, es kommt natürlich von Herzen. Das ist ganz klar. Aber Ten hat dann doch ein bisschen mehr Talent. Das muss man ihm doch durchaus lassen. Genau. Frank, was ist mit deiner Hand? Das ist auch nicht unwichtig. Schickt mir den Stream. Twitch schickt mir den Stream mit 1010 durch die Leitung. Das schafft meine alte Mühle nicht. Ton ist gut. Grafik zu gut. Grafik zu gut? Ah. Es gibt keine zu gute Grafik. Ja gut, ich werde das sowieso mal zwischendurch mal umändern, wenn wir jetzt mal was Actionreiches spielen, in dem Sinne, dass wir dann mal auf 900p mal runtergehen, weil ich glaube, das ist von der Grafikqualität, was dann bei euch ankommt, letztendlich besser. Ja, aber das werden wir sehen. So, hier haben wir, glaube ich, auch nichts mehr. Ne? Hier können wir, glaube ich, nichts mehr. Ich gehe mal raus, weil ich glaube, AJ konnten wir jetzt nicht mitnehmen. Bereit? Doch jetzt, na gut. Ja... einmal zur Beerdigung. Will nicht hoffen, dass es noch zum Ende der zweiten Folge eskaliert. Allerdings.
AJ entwickelt sich so, wie du es ihm beibringst, zur Killermaschine. Du brachtest ihm bei, seine Taten zu rechtfertigen. Ja. Was willst du auch machen? Ich meine, willst du dem Kind sagen, oh, es ist alles gut, alles schön. Ne? Es gibt überall Schmetterlinge und Blümchen und toll und geil. Und du musst dem Kind doch beibringen, wie es überleben kann. Ganz ehrlich. Ja, rennen werden wir jetzt nicht. Da hinten sollen wir hin, ja? Du musst dem Kind noch was Sinnvolles beibringen. Wobei, natürlich musst du dem Kind auch beibringen, dass ein Tod nicht einfach nur zack tot ist, sondern dass es eben halt auch Menschen gewesen sind. Das war ich. Das ist richtig. Du hast das Richtige getan. Du hast Menschenleben gerettet, kleiner AJ. Weil, wie ich ja schon sagte, Marlin, der wäre durchgedreht. Der hätte garantiert noch mehr Leute umgebracht. Und der hätte ja auch letztendlich auch Clementine ja auch umgebracht. Und vielleicht noch ein, zwei andere Leute, wenn AJ es nicht beendet hätte. Also er hat im Prinzip das Richtige getan. AJ, kommst du oder bist du jetzt nicht so? AJ? Okay, da kommt er nach. B sollen wir drücken? Da. War doch hier, ne? Brody. Ja, das war das Mädel. Und Marlin war ja der Anführer. Was ist doch, Mensch. Armer Hund. Oh Gott. Sie sind hier. Na und? Sie kannten Brody, oder? Ja, aber Marlin... Lass sie einfach in Ruhe. Scheiße. Clem? Was? Warum haben Leute Begräbnisse? Ten meinte, früher gab es mehr. Sie sind gestorben und... Aber ich versteh's nicht. Um sich zu verabschieden, wenn man jemanden verloren hat. Aber die sind doch tot. Ja. Du kannst sie ein letztes Mal sehen, bevor sie für immer fort sind. Es ist irgendwie, als würden sie nur so tun. So tun, als hätte Marlin nicht all das getan, was er getan hat. Da müssen wir jetzt durch. Kriegen alle eine Beerdigung? Menschen schon. Und einige Tiere. Monster auch? Auch Monster. Das ist nicht fair. Viele Sachen sind nicht fair. Naja, er ist ja auch nicht böse geboren worden. Er hat ja auch nur das getan, was er für sich selber als richtig erachtet hat. Also war zwar falsch, was er getan hat, aber trotzdem. Ach, gut. Du hast immer vom Strand geträumt. Ich hab dir einen gemalt. Marlin war... Ich kann nicht. Nicht für Marlin. Was er den Zwillingen und Brody angetan hat. Du mochtest Brody nicht mal. Du warst immer fies zu ihr. Ich kann nicht. Jemand anderes soll es tun. Kuh. Alter, lass es. Ehrlich, Louis? Er war dein bester Freund. Er war nicht perfekt, aber er hat es nicht verdient, von diesem Kind erschossen zu werden. AJ hat ihn erschossen, als wär's nichts. Wir haben es alle gesehen. Niemand hat ihn aufgehalten. Ich mag deinen Ton nicht, Mitch. Ja? Ich mag nicht, dass dein Kind meinen Freund ermordet hat. Ich war im Recht. Clem hat's mir gesagt. Kacke, ja. Ich kann mir das nicht anhören. Das ist... Scheiße. Das hast du ihm gesagt? Dass das in Ordnung war? Na klar. Es geht nicht. Halt. Wir sollten darüber reden. Warum reden? Er hat unseren Freund ermordet. Ich weiß, das ist Mist. Es tut mir leid, wirklich. Aber AJ hat getan, was nötig war. Willst du mich jetzt verarschen? Seht ihr? Wie können wir diesen Arschlöchern trauen? Was meinst du? Ich meine, dass sie gehen müssen. Eine Abstimmung. Mehrheitsentscheid. Sie bleiben oder gehen. Na, ganz heute. Toll. Na, das kann ja spaßig Klingt werden. Fair. Ehrlich? Das ist doch Schwachsinn. Du bist Schwachsinn. Bitte, tut das nicht. Ich weiß, ihr seid wütend, aber... Du weißt gar nichts. Sonst hättest du AJ aufgehalten. So wie du Marlin aufgehalten hast, Brody zu töten? Ja, genau. Arschloch. Mit einer Abstimmung legen wir das bei, sonst streiten wir uns weiter. Schön. Dann ja, halt eine scheiß Abstimmung. Bin ich aber gespannt. Das kann nur ins Auge gehen. Louis muss auch abstimmen. Könntest du ihn holen?
und versuch mit ihm zu reden. Komm, Rosie. Komm her, Kleine. Oh. Der Hund kann natürlich erst recht nichts für. Könntet ihr im Schlafsaal warten? Ich hole euch dann. Das kann doch nur ins Auge gehen. Das kann doch nur ins Auge gehen. Ich glaube nicht, dass das die abstimmen, dass wir bleiben dürfen. Das glaube ich nicht. Bitte werft uns nicht raus. Los, gehen wir. Die sind aber auch immer ein bisschen wortkarg, anstatt... Naja, gut. Ist... Naja. Dass sie es aber auch nicht kapieren wollen. Oh, geil. Ein bisschen traurig, ich mag das. Aber dass sie auch... Ja, dass sie es nicht, einfach nicht kapieren wollen, ne? Dass sie einfach nicht kapieren wollen, dass Marlon Brody getötet hat, weil er Scheiße gebaut hat. So, und er hätte auch noch mehr Leute getötet, allein um das Geheimnis für sich zu behalten. Und das war das einzig Richtige. Sometimes I don't know the reason why. So I guess I'll keep gambling lots of moves and lots of rambling. Well, it's easier than just waiting around to die. The Walking Dead, The Telltale Series, die letzte Staffel und vielleicht auch die letzte Folge. Prost. Ja, ein bisschen was muss man ja trinken, ne? Ein bisschen was muss man ja trinken. Bin ich echt mal gespannt. Das ist das Ding, was brummt hier. Und schon was piept hier ganz dazu. Das ist hier der kleine Motor, der hier im Controller drin ist. Hör doch mal auf jetzt, AJ. AJ, hör auf. Du halt doch. Brichst dir sonst noch den Zeh. Da gehst du mir einfach nur auf den Sack. Komm her, setz dich. Nein, es hat nicht funktioniert. Ich hab gemacht, was du gesagt hast, und es war ihnen egal. Marlon war böse. Ich wollte es ihnen sagen, aber sie haben gar nicht zugehört. AJ, durchatmen. Was machen wir, wenn wir wütend werden? Die Wand eintreten. Komm schon, keine Ahnung. Du willst doch nicht laut sein, oder? Was AJ. Machen wir, wenn wir wütend werden? Wir halten inne und denken und, Bienchen und Blümchen. Ich bin immer noch richtig, richtig wütend. Ich weiß, dass ich nicht wütend werden soll. Oder traurig. Dann mache ich nämlich dumme Sachen. Das verstehe ich. Ich bin auch wütend. Das ist doch alles Scheiße. Scheiße. Wir schaffen das. Das heißt jetzt Angie gerade. Wir denken und wir atmen. Atmen. Geht's dir besser? Du bist immer noch wütend, oder? Ich glaube, ich bin auch traurig. Leckt gerade ein bisschen. Ja, guck mal, so ist tak 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 tak. Was war das denn gerade? Ich habe gemacht, was du gesagt hast. Ich weiß, du hörst sehr gut zu. Ich wollte ihnen zeigen, dass ich recht hatte. Wie du gesagt hast. Es hat nicht funktioniert. Wieso hast du es mir gesagt, wenn es nicht funktioniert? Du hast es vermasselt, ja. Sie haben nicht zugehört. Ich habe mich geirrt. Sie haben nicht zugehört. Ich dachte, sie hören auf uns. Tja. Ich wusste nicht, wie schlimm es sein würde. Ich bin schuld, dass sie wütend geworden sind. Aber sie hassen mich. Dich hassen sie nicht. Ich glaube, sie hassen uns beide. Ich will nicht gehen. Weiß ich doch. Ja. Ich find's toll, immer zu wissen, wo wir sind. Das Bett, das Essen. Ich mag die anderen Kinder. Nicht alle. Aber Ten und Louis und Violet.